Ein herzliches Willkommen hier aus Troppis Holzhütte. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier aus Troppis Holzhütte. Ich habe freundlicherweise von Craig. Schaut mal, am besten, wir schauen mal selber oder besser gesagt, wir schauen mal gemeinsam hier ins Paket und dann werdet ihr sicherlich gleich auch sehen, was ich hier zum Testen in meiner Holzhütte bekommen habe. Ich habe von Craig dieses Craigjig K5 zur Verfügung gestellt bekommen und noch ein paar Schrauben. Hier ist noch eine Gebrauchsanleitung von dieser Vorrichtung. Das war in diesem Paket drin oder enthalten. Ich habe ja auf YouTube schon ein paar Heimwerkerkanäle gesehen, die diesen K5 Craig Pocket Hole, diese Pocket Hole Vorrichtung oder Taschenloch-Bohrvorrichtung schon vorgestellt haben. Ich tue mir da ein bisschen schwer, das euch nochmal zeigen zu wollen und nochmal auf alles nochmal einzugehen. Ich möchte euch den Lieferumfang so ein bisschen zeigen und nochmal näher drauf eingehen, was man hier fürs Geld bekommt. Ich sage mal, schaut mal, hier ist das Angebot von dieser Vorrichtung. Das ist die K5-Ausführung, also die gehobenere Ausführung. Und hier direkt in dieser Vorrichtung ist noch eine, vielleicht sieht man das hier auf dem Bild, so eine Klemme noch mit enthalten. Aber jetzt schauen wir erstmal uns den Lieferumfang an und dann sehen wir weiter. Also wie gesagt, hier war eine kleine Packung dabei mit dementsprechenden Schrauben. Ganz viele Schrauben dabei, schön lange. Aber das ist jetzt wirklich dieser spezielle Antrieb hier, vielleicht kann man ihn erkennen. Dieser viereckige Antrieb ist hier in Deutschland wirklich sehr, überhaupt nicht verbreitet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man diesen Antrieb hier auch irgendwo in irgendeinem Baumarkt bekommt. Oder zumindest habe ich den noch nicht gesehen. Hier sind die Schrauben. Hier sieht man auch die Tabelle, für was das alles geeignet ist. Genau. Als nächstes direkt hier, was hier drin ist. Hier sind auch noch extra Schrauben in dieser Verpackung. Ein paar weniger. Ja. Denn, wie gesagt, diese besagte Federklemme. Besagte Federklemme. Ja. Also die macht wirklich einen sehr, sehr soliden Eindruck. Dann gehen die Vorrichtung, die K5-Vorrichtung, sehr, sehr groß, sehr stabil. Und hier sind dann die Aufsätze und die beiden seitlichen Auflager. Es ist noch Zubehör dabei. Hier sind noch so eine kleine Dübel noch dabei, Aufsätze, hier die Schablone zum Einstellen vom Bohrer und hier ist dann der lange Bit und sicherlich ist hier ist dann der Bohrer dabei mit vorne mit so einem Sechskantantrieb. Genau.
Das ist dann hier dieser Einstellring, damit man denn die Tiefe von dem Bohrer dann einstellen kann. Der Bohrer, der hat kaum Spiel. Meine lieben Zuschauer, jetzt habt ihr ja gesehen, wie ich hier den K5 von Kreg ausgepackt habe, so ein bisschen gezeigt habe, was dort im Lieferumfang dabei ist. Und jetzt möchte ich ein Projekt hier mit dieser Vorrichtung machen. Ja, schaut mal, hier ist mein Schränkchen für Ohrschutz und für die Sicherheit und mein Messschränkchen. Ich sag mal so, dass dieses Messschränkchen, ja, von der Größe her mag es vielleicht gehen, aber schaut mal selber, das ist von der Aufteilung hier auf der linken Seite ist das vielleicht noch, geht das vielleicht noch, aber hier diese ganzen Sachen sind unübersichtlich. Diesen alle, ganz viele Dinge brauche ich hier gar nicht mehr, und das werden wir jetzt bei diesem Projekt werden wir das jetzt ändern. Gut, dann bleibt dabei, schaut mir über die Schulter und dann können wir dieses Projekt jetzt beginnen. Und los geht's. So, meine lieben Freunde, schaut mal, da hinten sieht es ganz schön kahl aus. Ich glaube nicht, dass ich das gezeigt habe, wie ich hier den Schrank zerlegt habe, aber ich habe hier noch die Halterung für die Kopfhörer oder den Ohrschutz, dann diverse andere Dinge für die Brille und für meine Staubmaske. Die Halterung, die habe ich noch übrig gelassen, und den Rest werden wir jetzt neu bauen. So, meine lieben Leute, Freunde, Zuschauer, ich habe, wie ich ja gerade gezeigt habe, mir jetzt das ein normale Leimholz zurechtgesägt. Das ist 60 hoch, 50 breit und 20 tief. Und jetzt können wir das mal gleich mit diesem Pocket Hole, mit diesem Kreg K5 hier auch gleich verschrauben. Okay, und weiter geht's. Genau. Ja, den Krach hier, der Kumpel. Habe ich hier 6 Bohrlöcher gemacht. 6 Stück. Ich mache mal jetzt hier ab und dann schauen wir uns mal an, wie viel. Aber schaut mal, kein Staubkörnchen, kein bisschen ist hier übrig geblieben. Das wurde alles optimal abgesaugt. Also, wie es aussieht, das Ding macht richtig Spaß. Ich habe ja gesehen, dass ich jetzt hier die Absaugung mit dran gemacht habe, und
Vor allen Dingen jetzt die 6 Löcher ist natürlich klar, 6 Löcher ist nicht viel, aber das ging ganz schnell, ganz ratzfatz hat man hier dann die Löcher reingebohrt und jetzt können wir den Korpus mal zusammen schrauben und dann müssen wir mal schauen, ob das genauso schnell geht. Okay, gut. Dann können wir weitermachen. Okay. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier jetzt ein Brett dazwischen setzen. Meine lieben Leute, ihr habt ja gesehen, dass ich hier dieses Projekt mit diesem kleinen Schränkchen noch gebaut habe, mit diesem K5 von Kreck, diese Pocket Hole Vorrichtung. Ja, mein Fazit dazu, zu dieser Vorrichtung. Ich sage mal so, es gibt andere Möglichkeiten, eine Holzverbindung herzustellen. Ich denke da an Dübel oder an Flachdübel. Die Maschine von diese, also eine gescheite Flachdübelfräse, kostet natürlich auch eine ganze Ecke Geld. Ich denke mal so runde 200, 300 Euro muss man schon dafür investieren, um eine gescheite Flachdübelfräse sich anzuschaffen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich sage mal so, der ein oder andere braucht so eine Taschenloch-Bohrvorrichtung sehr, sehr selten. Und der andere braucht die ein bisschen mehr. Ich persönlich sage, ja, ich benutze diese Vorrichtung sehr gern. Aber 180 Euro, Leute, 180 Euro ungefähr, circa. Das ist nicht gerade günstig, das ist wirklich ganz schön happig, sagen wir mal so.
Und wenn man die Vorrichtung wirklich nur mal braucht, dann denke ich mal, dass man da auf andere Alternativen zurückgreifen kann. Im Großen und Ganzen, ja, im Großen und Ganzen kann ich nicht sagen, ich sage jetzt von meinem Test dieser Vorrichtung, würde ich sagen, die Vorrichtung ist super, einwandfrei, die macht, was sie soll, das ist alles prima. Das ist die K5, also die teuerste, die größte und die eigentlich die beste, die, naja, es gibt noch eine andere, diese automatische, aber da denke ich mal, sind wir ja schon bald bei 500, 600 Euro und dafür ist das doch ganz schön teuer. Meine lieben Leute, ich wollte euch diese Vorrichtung mal vorstellen, weil ich diese Vorrichtung direkt von Craig zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, diese Vorrichtung zu testen. Ich sage ja, die Vorrichtung ist wirklich, macht sich sehr, sehr gut. Man kann von vorne das Werkstück spannen. Bei der Craig K4 muss man hinter die Vorrichtung oder hinter das Werkstück fassen, um das Werkstück dann spannen zu können. Ich denke mal, das ist ein bisschen umständlich, aber die K5 vom Preis her ist sie doch ganz schön happig und für uns Heimwerker wirklich überlegenswert. Oder man muss sich wirklich fragen, brauche ich die oft, brauche ich die viel, um dieses Geld denn wirklich auch zu investieren, da die ja nicht gerade günstig ist. Ja, im Großen und Ganzen hat mir wirklich die Vorrichtung gut gefallen. Ich würde sagen, eine gute 2 kriegt die Vorrichtung. Ich hoffe doch, dass euch das kleine Projekt ein Schränkchen für Arbeitssicherheit und Messinstrumente doch gefallen hat. Ja, das ist ein kleines Projekt. Ich denke mal, wenn ich jetzt die K5, die Vorrichtung hier in meiner Werkstatt habe, dass ich wirklich auch jetzt demnächst auch mehrere Projekte oder besser gesagt, dass ihr dann in anderen Projekten diese Vorrichtung auch seht. So, meine lieben Freunde, das soll es gewesen sein von diesem Test. Ich bedanke mich bei euch für eure Ausdauer, für dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Hab vielen Dank dafür. Ich hoffe doch, dass ihr vielleicht den einen oder anderen die Entscheidung etwas leichter machen konnte, die Kaufentscheidung, oder vielleicht doch lieber die Finger davon lassen. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Ich möchte Tschüssi sagen. Tschüssi, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal sage ich alles Gute aus Troppis Holzhütte. Tschüssi und bye bye. Ciao.